Aston Villa gegen den FC Bayern München am zweiten Spieltag der Champions League. Meine Aufstellung und Infos gerade über den FC Bayern München. Hallo liebe FC Bayern Fans, ja, am Mittwoch endlich wieder Champions League Time. Und diesmal muss der FC Bayern auswärts bei Aston Villa aus der Premier League antreten. Das heißt, Aston Villa zum Beispiel nach 6 Premier League Spielen steht derzeit Aston Villa auf Platz 5 in der aktuellen Premier League. Also schon ein schwerer Gegner, muss man sagen, gerade auswärts für jetzt dann den FC Bayern München. Wir gucken uns die Aufstellung, die mögliche Aufstellung von Bayern-Trainer Vincent Kompany an und natürlich schauen wir auch kurz mal auf die mögliche Aufstellung von Trainer Unai Emery für den Aston Villa. Jetzt aber fangen wir an mit dem FC Bayern München natürlich. Ja, ich denke mal, Manuel Neuer wird jetzt auch wieder im Tor stehen. Auch jetzt war er gegen Leverkusen im Topspiel im Tor, da er jetzt auch auswärts bei Aston Villa. Linksverteidiger, denke ich mal, Alphonso Davies in den letzten 2-3 Spielen schon wieder besser geworden, sage ich mal so. Nach vorne in der Offensive muss er natürlich schon öfters noch versuchen, auch gute Flanken zu schlagen. Aber in den letzten 2-3 Spielen ist Alphonso Davies schon wieder besser geworden. Daher sollte man ihn auch weiterhin einsetzen. Rechtsverteidiger, denke ich auch mal wieder, wie jetzt gegen Leverkusen, Guerrero. Guerrero ist natürlich noch ein bisschen stärker als Leimer, was die Offensive angeht. Jetzt muss man schauen, Kompany, wie er plant, offensiven Spieler als Rechtsverteidiger, dann auf jeden Fall Guerrero. Etwas defensiver, dann wäre Konrad Leimer der sehr gute passende Mann als Rechtsverteidiger dann auswärts bei Aston Villa. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass Vincent Kompany in die Startelf auf Guerrero setzt. In Verteidigung auf jeden Fall Kim und Upamecano, beide haben ein super Spiel gegen Bayer Leverkusen gemacht. Kim war somit der beste Mann auf dem Platz, aber Upamecano ebenfalls auch sehr, sehr zweikampfstark gewesen. Und die beiden Innenverteidiger haben auch in den letzten 2, 3, 4 Spielen sehr gut miteinander harmoniert. Hat man auch gesehen, sie machen kaum noch Fehler. Auch eine gute Arbeit von Vincent Kompany, da er immer auf Kim und Upamecano gesetzt hat, aber anscheinend auch sehr viel mit beiden Spielern rede. Daher denke ich mal, ist das so die Startelf, was die Abwehr angeht, mit Alphonso Davies, Kim, Upamecano, Rechtsverteidiger Guerrero und im Tor natürlich Manuel Neuer. Ja, schauen wir uns mal das zentrale und Sechser Mittelfeld an. Ich denke mal auf jeden Fall als Sechser bzw. zentrales Mittelfeld Pavlovic. Ein super Tor gegen Bayer Leverkusen, hat zwar auch das 1:0 von Leverkusen durch seinen Fehlpass Richtung Ecke mit eingeleitet, aber sein Tor zum Ausgleich, zum 1:1 war ein Megator, aber auch sehr gutes Spiel gemacht gegen Bayer Leverkusen, sollte natürlich auch gesetzt bleiben beim FC Bayern. Ich denke mal, Kompany wird auf Pavlovic setzen und Palinja muss sich da leider noch hinten anstellen. Man muss aber auch sagen, Pavlovic spielt schon wieder eine sehr gute Saison beim FC Bayern. Und natürlich im Zentralmittelfeld als Denker und Lenker im Moment einer der besten Spieler beim FC Bayern München, Joshua Kimmich, auch gegen Leverkusen wieder den Ball unter Kontrolle gehabt. Sein Defensivverhalten ist auch sehr gut, aber auch seine Pässe, seine Passverteilung in die Offensive einfach super. Und er ist mit der Spieler in der Bundesliga, der am meisten läuft. Also so einen Spieler braucht man auch. Und Joshua Kimmich spielt seit jetzt in der Saison eine der besten Jahren beim FC Bayern München. Also die beiden werden auf jeden Fall gegen Aston Villa gesetzt sein. Dann schauen wir uns mal das offensive Mittelfeld und natürlich den Sturmbereich an. Links außen, natürlich Serge Gnabry gesetzt, hatte eine sogar 2 Mega-Chancen gegen Bayer Leverkusen, leider nicht getroffen. Klar ist er gesetzt, man könnte aber eventuell auch Leroy Sané auch jetzt die Chance geben für die Startelf. Mal schauen, Coman ist noch nicht so in Form, klar, Leroy Sané auch noch nicht, aber er wäre auch längere Zeit verletzt, daher könnte man mal Leroy Sané eine Möglichkeit geben in der Startelf, wenn nicht, aber natürlich Serge Gnabry, der schon in einer sehr, sehr guten Form gerade ist. Rechts außen natürlich gesetzt Michael Olise, auch gegen Leverkusen, hat zwar man jetzt nicht so diese offensiven Sachen von ihm so gesehen, aber er hat aber auch viel für die Abwehr getan, hinterhergelaufen, aber auch trotzdem in der Offensive seine 2, 3 guten Sachen gehabt. Er auf jeden Fall im Moment der Spieler beim FC Bayern München, Michael Olise. Und natürlich im offensiven Mittelfeld gesetzt
King Jamal Musiala. Seine Dribblings gegen Bayer Leverkusen waren schon mega, zwar jetzt nicht erfolgreich, aber seine Ansätze, zwei, drei Spieler in der Abwehr von Bayer Leverkusen ausgefummelt, war jetzt nicht so torgefährlich, Jamal Musiala gegen Leverkusen. Das kann man aber auch jetzt nicht von Musiala in jedem Spiel erwarten, dass er da die ganzen Mannschaften alleine auseinander nimmt. Aber auf jeden Fall ist er gesetzt und man sollte beim FC Bayern ganz schnell zusehen, dass man auch seinen Vertrag verlängert. Und natürlich im Sturm Harry Kane, verletzt ausgewechselt gegen Leverkusen, aber wie man jetzt gehört hat, war es dann zum Glück doch nicht so schlimm und er sollte dann wohl auch in der Startelf jetzt in der Champions League auswärts beim Aston Villa stehen. Falls nicht, hat man natürlich noch die Bayern-Legende Thomas Müller. Er natürlich auch sehr torgefährlich, hat schon 700 Spiele für den FC Bayern gemacht, Thomas Müller. Also er wäre auch dann ein sehr guter Ersatz natürlich für einen vielleicht angeschlagenen Harry Kane im Sturm bei Aston Villa. Also das könnte die mögliche Vincent Kompany Startelf sein für das Champions League Auswärtsspiel am Mittwoch gegen Aston Villa. Du kannst ja mal gerne deine FC Bayern Startelf für Aston Villa in die Kommentare schreiben. So, dann schauen wir uns mal kurz auch natürlich den Gegner an. Aston Villa, wie gesagt, Fünfter derzeit in der Premier League. Trainer ist Unai Emery, ein sehr erfahrener Trainer. Ja, und die Mannschaft ist jetzt nicht so torgefährlich, aber halt defensiv schon sehr stark. Ollie Watkins, der Stürmer, hat jetzt in 8 Spielen insgesamt Premier League und Champions League 5 Tore erzielt. Dazu Defensivspieler kennt man auch vom Namen her, Onana, damals beim HSV mal gespielt. Hat auch in 8 Spielen 3 Tore erzielt. Star von Aston Villa ist der 22-jährige Offensivspieler Morgan Rodgers. Er ist so im Moment bei Aston Villa der Spieler, der nach vorne das Spiel regelt und auch mit versucht, Tore zu schießen. Das, natürlich kennt man auch rechts außen Leon Bailey aus seiner Bundesliga-Zeit noch bei Bayer Leverkusen. Auch ein sehr schneller Spieler über rechts außen, dribbelstark und auch torgefährlich. So auf die, auf Bailey, auf Watkins und auf Rodgers muss der FC Bayern schon ein Auge haben. Aber ich denke mal, der FC Bayern München ist natürlich Favorit auswärts bei Aston Villa und der FC Bayern, denke ich mal, wird auch das Spiel gewinnen. Natürlich auch der Torwart Martinez, Weltmeister geworden mit Argentinien, also auch ein sehr guter Torwart. Natürlich Tielemans, Nationalspieler aus Belgien, kennt man auch vom Namen her. Das ist schon eine Mannschaft, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Aber so wie der FC Bayern im Moment spielt, in der Abwehr, im Mittelfeld, in der Offensive, dass der FC Bayern nie aufhört, Tore schießen zu wollen. Das hohe Pressing von Vincent Kompany, sehr gut hat Kompany das umsetzen können mit dem FC Bayern München. Daher auch die Stärke, weil durchs Pressing bekommt man öfters den Ball und hat dadurch dann auch mehr Torchancen in der Offensive. Und natürlich bei dem FC Bayern München Kader ist das Gold wert. So, dann kommen wir jetzt zu meinem Tipp für Aston Villa gegen den FC Bayern München. Mein Tipp ist ein 3:1 Auswärtssieg für Bayern München. Natürlich, muss man sagen. Wie ist dein Tipp für Aston Villa gegen FC Bayern München? Schreib ihn in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like, für Bayern News und für ein Abo, so sollte es heißen, für Bayern News und ein Like für das Video. Also dann, viel Spaß morgen und Daumen drücken. Wir sehen uns. Tschüss.